Herzlich willkommen zur Inselküche. Ich nehme euch heute mit nach Sardinien. Wir backen heute zusammen Pizza Sarda, schwarze Oliven, Salsiccia, Pecorino Käse, die drei Eckpfeiler der sardischen Küche. Dazu natürlich Rosmarin, das Gewürz oder das Kraut der Insel. Das wächst da wirklich überall wild. Die ganze Insel duftet irgendwie nach Meer und nach Rosmarin. Wunderbar. Und das werden wir jetzt gemeinsam verarbeiten. Los geht's! Wir haben jetzt 1 Kilo Mehl vermengt mit 20 Gramm Salz und einem Beutel Hefe. Jetzt kommen 750 Milliliter Wasser hinzu. Das haben wir vorher dann immer ein bisschen vermengt, damit wir nicht Hefe und Salz auf einem Haufen haben, dass sie nicht so ein Knäuel bilden nachher innerhalb des Teiges. Jetzt lassen wir das Ganze gehen. Hier im Zeitraffer über 2 Stunden. Man glaubt nicht, dass man diesen Teig jetzt aus dieser Schüssel rausbekommt, aber der Trick ist, Hände anfeuchten und dann einfach beherzt einmal drunter greifen und falten. Wir wollen jetzt schöne Glutenverbindungen innerhalb des Teiges herstellen. Das funktioniert am allerbesten durch Falten. Sollte ich das jetzt noch nicht genug erwähnt haben an der Stelle, was sollt ihr hier tun? Ihr sollt falten, den Teig nehmen und falten. Genau. Wann kommt das Simola zum Einsatz? Habt ihr euch vielleicht schon gefragt. Es dient hier als Unterlage für den Teig. Wir geben jetzt dem Teig die Möglichkeit, überschüssige Feuchtigkeit durch Simola zu kompensieren. Aus diesem Teig ergeben sich ungefähr 6 Pizzen. Also teilen wir ihn jetzt in 6 ungefähr gleich große Stücke. Die formen wir zu Kugeln, dass sie so ein bisschen so eine Oberflächenspannung haben. Und lassen sie dann wiederum gehen, ungefähr 1 Stunde. Wir nehmen die Salsiccia auseinander und vermengen sie so ein bisschen, dass wir nicht so einen Brocken Salsiccia haben, sondern eine homogene Masse. Ich mache auch eine Pizza Patates, deswegen gibt es noch eine Pellkartoffel vom letzten Abendessen. Und wir reiben den Pecorino. Wir mischen den ungefähr zur Hälfte noch mit geriebenem Mozzarella. Um jetzt die Pizzen zu formen, haben wir 2 Möglichkeiten. Wir können Nudelholz nehmen und sie einfach walzen. Oder wir formen sie per Hand. Das ist die Technik, die ich hier gewählt habe. Und ihr seht auch gleich warum. Ihr seht hier nämlich im Teig schon noch die Luftblasen. Die hätten wir natürlich mit dem Nudelholz einfach rausgewalzt. Wir wollen aber einen schönen, fluffigen Teig am Ende haben, der knusprig ist. Dafür ist einfach diese Technik per Hand die bessere Wahl, muss man sagen. Auch hier wieder Simola als Unterlage, das nichts anbappt. Das Simola gibt dem Teig auch wiederum nochmal eine Knusprigkeit einfach mit nachher. Genau, man kann das sicherlich eleganter tun, als ich es hier mache. Letztlich geht es darum, aus diesem Teig Pizzen zu formen und dabei den Rand möglichst stehen zu lassen. Also man knetet am Rand entlang und erzielt daraus eine Pizzaform. Dann ab auf ein Backpapier, das erleichtert gleich den Übergang in den Ofen. Tomatensoße, das ist einfach passierte Tomate aus der Flasche. Jetzt kommt unser Käse drauf, Hälfte Pecorino, Hälfte Mozzarella gerieben. Salsiccia. Schwarze Oliven. Rosmarin.
und ab in den Ofen. Ihr braucht hier nicht unbedingt einen Pizzastein oder sowas, aber bitte benutzt ein Blech, benutzt nicht das Rost. Und aus den restlichen Teiglingen habe ich noch ein Brot angesetzt. Wie das duftet! Saubere Arbeit, Leute. Jetzt geht's ans Genießen. Und das können wir. Bis zum nächsten Mal. Ich grüße euch. Lasst es euch schmecken.